Fakultät für Medizin. Auf die medizinische Fakultät wurde am 26. März 1998 gegründet. Unsere Fakultät für Medizin hat die Ausbildung Spezialisierung in Medizin seit 1999 begonnen. Unsere Doktor der Medizinausbildung, die 2002 mit 42 Studenten begann, gab 2008 ihre ersten Absolventen. Seit seiner Gründung haben 965 Medizinstudenten und 403 Medizinstudenten unsere Fakultät absolviert. Derzeit wird unsere Bildung mit 1036 Medizinstudenten und 195 Medizinstudenten fortgesetzt. Unsere Unterrichts-, Forschungs- und Gesundheitsdienste werden in unserer Einrichtung durchgeführt, die am Safar Feldkomplex teilnimmt, in dem der Dienst mit 534 Servicebetten und 95 Intensivbetten für die Öffentlichkeit erbracht wird. Insgesamt werden 361 akademische Mitarbeiter beschäftigt, davon 575 Krankenschwestern und ca. 1923 Verwaltungsmitarbeiter. Kocatepe Medical Journal, das seit 1999 in unserer Fakultät veröffentlichte Fachjournal, ist eine hoch angesehene wissenschaftliche Zeitschrift auf diesem Gebiet. Die medizinische Ausbildung ist keine Ausbildung, die ausschließlich auf medizinischen Kenntnissen und Fachkenntnissen besteht. Ein hoher Standard der medizinischen Ausbildung ist eine ganzheitliche Struktur, die die ethischen Grundwerte für den Beruf und die evolutionäre Entwicklung des Berufs von Vergangenheit zur Gegenwart umfasst. Vision der Medizinische Fakultät ist, Ausbildung auf internationaler Ebene durchzuführen, ständig die Qualität der Gesundheitsforschung und der wissenschaftlichen Gemeinschaft als Institut des Bildung in den Bereichen Wissensmanagement und technologische Lösungen zu erhöhen, die Herstellung bahnbrechender Innovationen in ständig erneuert, transparent, partizipativ und messbar konzentriert sich auf die Institutionalisierung der nationalen Fakultät zu entwickeln und mit den Projekten ein Referenzbereich zu werden.